Sowohl Didier Tolo als auch Urs Fischer können heute aus dem Vollen schöpfen. Beide Teams treten in Bestbesetzung auf. El Neni schlägt in der vierten Minute einen ersten ausgezeichneten Pass. Marc Janko ist zur Stelle und erzielt das frühe 1:0. Der Österreicher Janko ist ein waschechter Scorer. Zur EM-Qualifikation Österreichs trug er nicht weniger als 7 Treffer bei. Schon nach weniger als 10 Minuten ist das Spiel für den Basler Teamsenioren Walter Samuel vorbei. Für ihn kommt der junge, von Winterthur verpflichtete Akanji. Das Durchschnittsalter der Basler Elf sinkt damit gleich um 1,5 Jahre. Embolo hält sich hier am eigenen Strafraum auf, lässt sich den Ball abluchsen. Fernandes sorgt statt für den Ausgleich. Nur für die Rahmenhandlung in diesem Spiel. Goli Vatschlik auch beim zweiten Torschuss nicht ganz sicher. Sion insistiert. Fernandes. Konate. Diesmal brilliert Basels Goalkeeper Vatschlik mit seinem ganzen Können. Der FC Sion erarbeitet sich weiterhin mehr Torchancen. Assifua kommt hier erstaunlich weit in den Basler Strafraum hinein. Konate dann allerdings mit einem Rohrkrepierer. Die Basler haben mehr Mühe, in den gegnerischen Strafraum vorzudringen. Sufi versucht es deshalb mit diesem Weitschuss. Freistoß für den FC Basel. Matthias Delgado, doch auch diese Aktion gehört nur zur Rahmenhandlung. Schön anzusehen ist dieser herrlich getretene Freistoßball aber allemal. Die Freistöße haben es in diesem Spiel in sich. Hier der nächste für Sion, getreten von Carlitos und der zwingt Vatschlik zu einer Torpedo-Intervention. Urs Fischers Team führt zur Pause mit 1:0 durch das Tor von Janko in der fünften Minute. Die Walliser kommen entschlossen aus der Kabine. Assifua, Salatić spektakulär. Akanji rettet mit den Knien, nicht mit den Händen, wie hier die Zeitlupe beweist. Basel reagiert. Foulspiel, aber Vorteil. Und Janko trifft auch nicht immer. Sion mit Assifua und seiner großen Wasserverdrängung. Salatić hat den Ausgleich wieder auf dem Fuß. Assifuas Einsatz in der Foul-Kein-Foul-Grauzone. Sion ist in der zweiten Halbzeit das Team, das meistens angreift. Und die Walliser suchen den Ausgleich wirklich auf jede nur erdenkliche Art. Die 10.700 Zuschauer haben jedenfalls keinen Grund zur Klage. Der FCB nur noch sporadisch im Angriff, aber jederzeit bereit, Fehler des Gegners auszunutzen, wie diesen hier von Sverotic. Janko überlegt, aber Ziegler kann retten. Sion hat zwar mehr Torchancen, Basel aber die besseren. Zuffi. Dessen Flankenball scheint ungefährlich. Dann aber Gashi, Vanins, Bjarnason, doch der Isländer spediert den Ball hinauf in Richtung Eyjafjallajökull. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Ball übers Tor flog, war wohl kleiner als die eines neuerlichen Vulkanausbruchs. Weil sonst alles nichts nützt, wird Sion in der Schlussphase natürlich immer offensiver. Marc Janko entwischt und hat keine Mühe, den Sieg der Seinen zu festigen. 89. Minute, 2:0. Janko damit Doppeltorschütze und Matchwinner für den FC Basel beim 2:0 Auswärtssieg im Wallis.